Wunderschönen guten Grüßt euch und willkommen zu einem neuen Video von Polytoxoparm. Das Problem mit Fennex. Es gibt mehrere Probleme mit dieser Bezeichnung. Ich hatte vor einigen Jahren eine Erfahrung, die ich seither notiert hatte. Noch ein kurzer Disclaimer: Es wird jeglicher Schwachsinn als Fennex verkauft. Jegliche Substanzen können in Fennex-Bars enthalten sein. Ich hatte das Glück, halbwegs originale Fennex zu haben. Originale Fennex wären nicht nur laut meiner Umfrage Alprazolam mit Fentanyl. Es gibt die New School, die Fennex anders definiert. Unsere Fennex sind aber Fentanyl und Xanax. Genau auf dieser Mischung ist zum Beispiel Lil Peep gestorben. Er hatte von einem Fan Xanax geschenkt bekommen, in den Fentanyl enthalten war. Das war für ihn letal. Keine Ahnung, wie viele er genommen hatte. Es sind weltweit sehr viele an dieser Kombination gestorben und es werden tagtäglich mehr. Ich hatte wie gesagt vor einigen Jahren Fennex mit Flu-Alprazolam und Furanyl-Fentanyl. Die Dinger haben vor ein paar Jahren in Europa gut die Runde gemacht. Eine starke Dosis Fentanyl beträgt zwischen 50 und 75 Mikrogramm. Furanyl-Fentanyl sollte noch stärker sein. Ich habe keine Ahnung, wie viel davon in den Bars enthalten war. Fluralprazolam wäre bei etwa 0,5 bis 1 Milligramm stark dosiert. Eine Bar hatte 2 Milligramm. Die konntest du in 4 teilen, je 0,5 Milligramm. Jedenfalls war eine 2 drauf gedruckt. Vielleicht waren auch 2 Milligramm Fentanyl und 2 Milligramm Fluralprazolam enthalten. Davon wüsste ich aber nichts. Fluralprazolam erschien erstmals etwa 2017 auf dem Markt für Forschungschemikalien. Furanylfentanyl gab es bis etwa 2018 online zu kaufen. Ich hatte 5 Pillen, ich startete mit einem Viertel, also technisch dürften das 500 Mikrogramm Fluralprazolam sein, da die ganze Pille 2 Milligramm hatte. Die Pillen waren gelb, wie viel Fentanyl enthalten war, weiß ich bis heute nicht. Zum Glück kann man diese Fake Xanax easy in 4 Teile zerteilen. Die Pille war gut gepresst, da zerfiel nix. Sie war richtig fest. Ich startete wie gesagt mit einem Viertel auf nüchternen Magen. Etwa nach 40 bis 50 Minuten spürte ich leicht das Fentanyl. Von dem Benzodiazepin spürte ich noch nichts. Ich dachte mir, okay, die Pillen sollten safe sein, also habe ich ein zweites Viertel genommen, um eine halbe Pille Intus zu haben. Ich wurde nach einer weiteren Stunde sowas von dicht, ich bin weggepennt oder hatte schon einen Filmriss. Jedenfalls bin ich den Tag darauf wieder fähig gewesen, mich zu erinnern. Also erst am nächsten Tag. In meinem Eimer neben meinem Bett war Kotze drin. Von einer halben Fennex bin ich also abgekackt. Eine ganze wäre mit Opioidtoleranz vielleicht möglich gewesen. Aber ich habe den Tag darauf wieder ein Viertel und eine Stunde später ein weiteres Viertel genommen. Mir wurde wieder schlecht, kotzen musste ich diesmal aber nicht. Und wie dicht ich plötzlich war, ist schwer zu beschreiben. Ich fing fast zu nodden an. Es wurde schwerer, den Kopf oben zu halten, aber zum Einschlafen war die Dosierung dieses Mal zu gering. Ich war trotzdem dicht, musste zum Glück nicht reiern. Dieses Mal hatte ich gar keine Übelkeit. Ich war sowas von dicht. Die Dinger schienen gut Fentanyl zu enthalten. Aber ich meine, es hätte jedes Opioid in entsprechender Dosierung sein können. Ich garantiere nicht gerne Schwarzmarktangaben. Ich erkenne AC-Fentanyl auch nicht allzu gut. Aber es hat ordentlich gedrückt. Ich habe auch einiges an Serotonin wahrnehmen können, welches gerade vermehrt ausgeschüttet wurde. Ich bekam mäßigen Juckreiz, aber das war im Gegensatz zu anderen Opioiden eher schwach. Jedenfalls habe ich mich durch Kratzen nicht weiter reingesteigert. Ich ließ mein Gesicht in Ruhe. Normalerweise kratze ich mich auf Opioiden sogar gerne, gehört bei mir zum Turn dazu. Auf Fennex ließ ich das. Ich saß die ganze Zeit auf einem Fleck. Ich hatte gar keinen Bock, mich zu bewegen, hatte aber trotzdem heftige Motivation, irgendwas zu machen. Das hat das Benzo zwar etwas ausgehebelt. Ich wollte umgangssprachlich irgendeine Scheiße bauen. Ich hab's aber gelassen und blieb liegen. Nach paar Stunden habe ich Wasser getrunken, worauf ich 5 Minuten später kotzen musste. Die 2 Viertel der Pille waren aber schon verstoffwechselt. Ich bekam durch das Kotzen einen richtigen Dichtheitsschub, war gefühlt doppelt so dicht wie davor. Ich kann mich hier nicht mehr an allzu viel erinnern. Ich bin im Bett eingepennt und habe mich beim Aufwachen fast nüchtern gefühlt. Das Fentanyl war schon durch, das Fluralprazolam wirkte noch ein bisschen nach, aber nicht wirklich spürbar. Dass die Pillen so potent waren, hätte ich nicht gedacht. Ich hab's am eigenen Leib erfahren und hab's glücklicherweise niedrig dosiert und so kaum Schäden erhalten. Bis auf das Übergeben und einen kurzen Filmriss ist nicht viel passiert. Ich war kurz davor, Scheiße zu bauen, ließ es aber bleiben. Ich wäre gespannt drauf gewesen, was ich gemacht hätte. Es war gutes Set und Setting, draußen mit Freunden wäre es wohl ganz anders zugegangen. Das war die Erfahrung zu Fennex aka Fentanyl Xanax in Form von Furanyl Fentanyl und Flualprazolam. Kommentiert gerne eure Erfahrungen mit Opioiden im Mischkonsum zu Benzos. Ich bekomme den Hals nicht voll, was Menschen auf dieser Kombination alles erleben. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Passt auf euch auf und macht's gut.